Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Mimi. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Letzte Woche haben wir schon über mein Handy geredet und ich habe euch gezeigt, wie ich mein Handy eingerichtet habe, sodass es für mich sehr produktiv und effektiv ist und sodass ich mein Handy sozusagen für mich nutze und mich nicht die ganze Zeit von meinem Handy ablenken lasse, sondern mein Handy wirklich so eingerichtet habe, wie es mir sehr viel bringt. Und heute möchte ich über meine ganzen Apps auf dem Handy reden. Einige haben sich gewünscht, dass ich nochmal meine ganzen Apps mit euch teile und alles zeige, was ich auf meinem Handy drauf habe. Bevor wir damit aber anfangen, hier erstmal das Shoutout der Woche. Vielen Dank für deine Unterstützung. Falls du auch in dem nächsten Video hier gegrüßt werden möchtest und gezeigt werden möchtest, kannst du einfach sehr gerne einen Screenshot von diesem Video in deine Instagram-Story reinposten und vielleicht wirst du dann im nächsten Video auch gegrüßt. Aber erstmal viel Spaß bei dem heutigen Video. Ich bin sehr froh, dass das iPhone jetzt eine App-Library hat und ich meine ganzen Apps hinten sehen kann und nicht alles auf meinem Bildschirm richtig, also hier vorne drauf haben muss, sondern das Ganze hinten irgendwie verstauen kann. Und deswegen habe ich jetzt auch ein paar mehr Apps, als ich sonst immer hatte, da ich die ganzen Apps jetzt sozusagen verstauen kann und nicht immer direkt sehen muss, aber auf dem Handy drauf haben kann. Fangen wir einfach mal an im Recently Added Ordner, also in den ganzen Apps, die ich erst noch nicht runtergeladen habe. Da haben wir einmal, fangen wir mal ganz rechts unten an, die App Smart Cards Plus, und das ist einfach eine Vokabellern-App, also eine App, mit der ich Vokabeln lernen kann. Und das Besondere an der App ist einfach, dass sie Spaced Repetition benutzt. Das heißt, dass diese App mir einen Stundenplan erstellt, beziehungsweise einen Zeitplan erstellt, wann ich die Vokabeln durchgehen muss und wann ich sie lernen muss. Denn es gibt, falls ihr noch nicht wisst, es gibt so eine Vergessenskurve. Das heißt, wenn ich ein Wort lerne, werde ich dieses Wort irgendwann wieder vergessen. Und diese App strukturiert meine Karten, meine Vokabelkarten genauso, dass ich die Wörter nicht vergesse, weil ich sie immer wieder regelmäßig lerne. Das ist eigentlich eine Sache, die ziemlich, ziemlich cool ist bei der App. Und deswegen mag ich sie momentan auch mehr als Quizlet zum Beispiel. Sonst war ich immer ein Riesenfan von Quizlet. Aber ich mag dieses Spaced Repetition System einfach sehr und deswegen benutze ich Smart Cards momentan sehr gerne. Dann daneben haben wir eine Fotobearbeitungs-App. Ich glaube, dazu muss ich mal so viel sagen. Da kann man einfach irgendwelche Filter auf Fotos draufklatschen und so weiter. Daneben habe ich auch noch PayPal. Ich glaube, das ist auch ziemlich selbsterklärend. Darüber habe ich iTalki. iTalki ist die App, mit der ich mit meiner Koreanischlehrerin kommuniziere, beziehungsweise sie dort gefunden habe. Denn vielleicht wisst ihr, dass ich momentan Koreanisch selbst lerne. Und zum Sprachenlernen zählt für mich einfach vor allem das Sprechen und Verstehen und Hören. Und es hat mir so sehr geholfen, eine Koreanischlehrerin zu haben, mit der ich sprechen kann und nicht nur Grammatik und Vokabel für mich alleine zu lernen. Und deswegen habe ich meine Lehrerin dort gesucht bei iTalki. Da kannst du nämlich einfach Lehrer und Lehrerinnen suchen, die dir dann helfen, die Sprache besser zu lernen. Es kostet zwar was, ich glaube, man zahlt dann irgendwie pro Stunde ein bisschen Geld, kommt auf einmal mit welcher Lehrerin oder mit welchen Lehrern du das machst. Es kostet halt ein bisschen Geld pro Stunde, aber dann hast du deinen persönlichen Coach. Ja, was sehr cool ist. Links daneben haben wir die App Dashlane. Dashlane ist so ein bisschen mein Lifesaver, denn in Dashlane habe ich alle meine Passwörter gespeichert. Ich war nämlich früher eine Person, die für alle Dinge das gleiche Passwort benutzt hat. Also ich hatte überall bei jedem Account irgendwie dasselbe Passwort und das ist natürlich überhaupt nicht sicher. Und deswegen habe ich jetzt Dashlane, dass ich alle meine Passwörter, die ich jetzt überall anders habe, also überall verschiedene Passwörter, die ich da auch bewahren kann, damit ich es nicht vergesse und damit ich sehr, sehr sichere Passwörter habe. Ich werde auf die App jetzt nicht drauf gehen, weil ich nicht möchte, dass meine Passwörter im Internet sind. Ich glaube, das ist selbsterklärend, aber die App ist sehr, sehr gut, falls ihr eure Passwörter aufheben wollt und sie nicht vergessen wollt. Dann haben wir daneben die sehr gehypte App Clubhouse. Und ich glaube, mittlerweile kennt auch jeder die App Clubhouse. Aber für Leute, die sie noch nicht kennen, das ist eine App, bei der du in Räume eintreten kannst und dann sozusagen an Meetings teilnehmen kannst von berühmten, bekannten oder sehr qualifizierten Personen, die dir etwas erzählen. Du kannst dann dabei sein, dem zuhören oder auch deine Hand heben und dann in Meetings reingehen und selbst Speaker sein und selbst zu dem Thema etwas beitragen, was eigentlich ziemlich cool ist. Momentan ist es noch limitiert, das heißt, man kann nicht einfach so diese App beitreten und einfach so sich anmelden, sondern muss eine Einladung bekommen. Deswegen ist es momentan noch ein bisschen limitiert, aber ich denke, in Zukunft werden da bestimmt noch viel, viel mehr Leute kommen. Und ich hoffe sehr für dich, falls du da sein möchtest, dass du bald auch reinkommst. Also ja, viel Glück dabei. Und links daneben habe ich noch die BTS Lightstick App. Da brauche ich meinen Lightstick. Dann kann ich hier einfach einen Modus einstellen. Wie macht man denn das überhaupt? Ach so, ja, okay, ich habe es jetzt schon mal gemacht, deswegen ist es hier dumm. Und die App ist einfach dazu da, um meinen Lightstick zu verbinden. Und wenn ich dann bei einem BTS-Konzert bin, kann ich mich mit der ganzen Crowd verbinden. Und dann entsteht dieser Purple Ocean, der
Falls ihr in der K-Pop-Szene seid, der euch bekannt sein müsste, das ist die Leipzig-App, damit ich mehr Leipzig connecten und verbinden kann. Kommen wir dann mal zum nächsten Ordner. Und zwar ist einfach der Ordner, der mir vorgeschlagen wurde. Also da sind so Vorschläge drin, weil es Apps sind, die ich oft benutze. Ganz oben haben wir da meine Telefon-App, wo ich Leute anrufen kann. Und das mache ich sehr oft, deswegen wird sie mir auch schon vorgeschlagen. Rechts daneben ist da meine Kalender-App und mein Kalender-App. Beziehungsweise mein Kalender benutze ich voll gerne und voll oft einfach für Time-Blocking, also um meine Zeit auszublockieren. Und mir einen Stundenplan zu schreiben für meinen eigenen Tag, damit ich so einen Ablaufplan für meinen Tag habe. Und deswegen benutze ich da meinen Kalender sehr, sehr gerne. Die ist sozusagen da, dass du deine ganzen Freunde, Freundinnen und Bekannte da eintragen kannst, damit du da immer on top bleibst und immer weißt, mit wem du im Kontakt bist und wen du kennst. Das klingt vielleicht alles sehr, sehr komisch. Mir persönlich hat es aber sehr geholfen, da ich viele Menschen kenne und ich sehr, sehr gerne meine Personen, die ich kenne, wertschätzen möchte und die in meinem Kopf behalten möchte. Und deswegen kannst du einfach bei dieser App Leute eintragen. Du drückst einfach hier auf Plus und kannst sozusagen einen Namen eintragen. Machen wir jetzt einfach mal Lara Emily. Wir tun mal so, als würdet ihr mich persönlich gut kennen. Und dann, okay, da muss noch was da stehen. Dann schreiben wir da einfach hin. Da könnt ihr noch irgendwelche Details eintragen oder Erinnerungen. Ihr könnt Geburtstage eintragen oder irgendwelche Jahrestage eintragen, Notizen eintragen. Und ich mache das einfach sehr gerne, dass ich zum Beispiel, wenn ich beispielsweise, wenn mir eine Freundin von mir sagt, hey, ich habe dann Geburtstag und ich wünsche mir irgendwie das voll gerne oder so, dass ich es einfach da eintragen kann. Dann rechts daneben haben wir die App Hi Native und das ist einfach eine meiner absoluten Lieblings-Apps, die mir so oft mein Leben gerettet hat, übertrieben gesagt. Und zwar kannst du bei dieser App einfach deine Fragen stellen, die du zu einer bestimmten Sprache hast. Das heißt beispielsweise, ich lerne Koreanisch und ich habe das so oft, dass ich irgendwelche Wörter sehe oder Grammatikstrukturen sehe oder Fragen habe und dann kann ich die einfach da reinschreiben und dann wird mein Native Speaker darauf antworten. Das ist so cool. Da sind nämlich ganz viele verschiedene Leute von überall auf der ganzen Welt, die dir deine Fragen beantworten werden. Beziehungsweise du kannst auch ein Fragenbeantworter oder eine Fragenbeantworterin werden und Fragen über Deutsch zum Beispiel beantworten, was ich sehr cool finde und manchmal auch gerne mache. Das heißt, sie stellen dann Fragen zur deutschen Grammatik oder ob das irgendwie normal klingt, was sie geschrieben haben. Manchmal stellen Leute da irgendwie Texte rein, die man korrigieren soll. Und dann kannst du auch machen, um der Welt ein bisschen was zurückzugeben und im Gegenzug auch Fragen beantwortet zu bekommen. Finde ich super cool. Darunter sehen wir dann meinen Social Media Ordner und ich glaube, dazu muss ich nicht mehr so viel sagen. Ich habe da Clubhouse, FaceTime, Instagram, dann iMessages, meine normale Telefon-App, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Twitter und die Apps, die vielleicht noch ein bisschen besonders sind, sind zum einen KakaoTalk, das ist der Messenger, den man in Korea benutzt, also sozusagen WhatsApp für Korea. Dann Signal, Signal ist wie WhatsApp, nur ein bisschen sicherer. Dann habe ich mit meiner Familie oft. Und dann habe ich auch noch Weverse und das ist einfach eine App für K-Pop-Fans, würde ich mal sagen. Und zwar ist es sozusagen ein bisschen so wie Instagram in Korea. Da sind nämlich die ganzen K-Pop-Idols, die da einfach ihre Sachen reinposten und Dinge für Fans posten. Ich glaube sozusagen, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr nur für K-Pop-Fans, weil ich glaube, da sind auch irgendwelche anderen KünstlerInnen, die nicht aus Korea kommen. Also ich glaube, das ist mittlerweile nicht mal nur für K-Pop, sondern auch für andere Artists. Dann rechts daneben ist ein Ordner, der Kreativität heißt und da sind eigentlich alle Sachen drin, die mit Fotografie und Bearbeitung zu tun haben. Und zwar ist da die ganz normale Kamera-App, dann habe ich Facetune. Facetune ist so ein bisschen wie Photoshop und ganz, ganz einfach. Also da kannst du dein Gesicht ein bisschen bearbeiten, Hintergrund unscharf machen, das Bild schärfer machen und so weiter. Es kostet, glaube ich, 4,99 €. Bisher waren alle anderen Apps aber kostenlos. Dann habe ich rechts daneben noch iMovie. iMovie ist ein Schnittprogramm für das Handy, was jetzt nicht auf dem Handy mega, mega viel kann, aber so die Grundlagen. Und wenn ich zum Beispiel eine Instagram-Story posten möchte, nein, nicht Instagram-Story, Instagram-Reels posten möchte oder irgendwelche anderen Videos, dann ist es eigentlich ziemlich cool, auf dem Handy schnell was zu bearbeiten. Dann haben wir Lightroom, damit kannst du Bilder bearbeiten. Zum Beispiel ist das hier das normale Bild und das hier ist das bearbeitete. Sowas kann man da ungefähr machen. Dann habe ich auch noch Fonto. Fonto benutze ich meine Thumbnails. Also ich mache hier immer diese coole Schrift auf meine Thumbnails und das mache ich mit dieser App Fonto. Und dann habe ich noch Fotos und PixArt. Ich glaube, PixArt kennt auch jeder. Ist auch so ein bisschen Photoshop-mäßig, sehr einfach.
Ja, da kannst du eigentlich auch alles mitmachen. Dann habe ich noch Visco. Ich glaube, Visco kennt mittlerweile auch jeder. Das war ja letztes Jahr total im Trend mit diesem Visco-Girl. Aber eigentlich ist es halt auch nur eine normale Bearbeitungs-App. Und jetzt daneben haben wir dann noch das YouTube Studio. Also da kann ich meine Kommentare angucken, meine ganzen Videos angucken, wie meine Videos performen und kann dann auf Kommentare antworten, mit euch interagieren und so weiter. Dann der nächste Ordner heißt Entertainment. Und da habe ich nicht so viel drin. Hier auf der Leipzig App habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich Netflix, die Podcast-App, Spotify, YouTube und VLive. Und VLive ist auch wieder etwas für die K-Pop-Fans. Und zwar ist es nämlich eine Livestream-Plattform, wo man sich Livestreams angucken kann. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ordner Productivity and Finance, also Produktivität und Finanzen. Da habe ich echt viel drin. Und zwar einmal den normalen Kalender, dann Dashlane, dann habe ich Google Drive. Ich glaube, die Apps müsst ihr alle kennen und auch Dateien, also Files. Ich glaube, das sind Apps, die eigentlich alle kennen. Gmail kennt jeder, Mail kennt jeder, Notizen kennt jeder. Notion kennt wahrscheinlich mittlerweile auch jeder, beziehungsweise müsstest du eigentlich Notion kennen, wenn du mich kennst, weil ich bin so ein richtiger Notion-Supporter. Und ich habe zu Notion auch schon super viel erzählt. Ich habe ein ganzes Video zu Notion, zu meinem Notion-Setup. Und übernächste Woche kommt ein Video zum Thema, wie man Notion für die Schule benutzt. Also, falls ihr es interessiert, dann bleibt gerne dabei. Abonniert den Kanal, um es nicht zu verpassen. Dann haben wir die App Now Then, beziehungsweise Know Them Pro. Und das ist meine Time-Tracking-App, mit der ich meine Zeit tracke. Das heißt, momentan läuft ein Shop-Room-Hintergrund, die aufnimmt, was ich mache. Und das mache ich eigentlich immer. Also, ich tracke meine Zeit immer. Und am Ende der Woche kann ich das Ganze auswerten und gucken, wie lange ich für manche Sachen gebraucht habe oder wie viel Zeit ich mit bestimmten Dingen verwende und verbringe. Und dann kann ich das Ganze so auswerten und überlegen, was gefällt mir nicht. Und generell finde ich es einfach super interessant zu sehen. Dann wieder PayPal, dann habe ich die DHL-App, die ganze Malerinnerungs-App, die schon da drauf war. Und die anderen Apps habe ich euch eigentlich auch schon alle gezeigt, außer Teams. Microsoft Teams ist die App, die wir momentan bei unserer Schule benutzen. Um halt im Homeschooling in Kontakt zu bleiben. Genau, aber nichts wirklich Spannendes. Dann habe ich Utilities, da habe ich meinen App Store, den Taschenrechner, Uhr, diese iPhone-Finde-App, Safari, Einstellungen, Sprachaufnahmen, die Apple Watch-App, dann noch andere Apps, die einfach so auf meinem Handy schon drauf waren. Und Ecosia. Und Ecosia ist diese Suchmaschine, mit der du Bäume pflanzen kannst. Das heißt, wenn du eine bestimmte Anzahl, ich vergesse es immer. Du musst 45 Suchen gemacht haben, bevor ein Baum gepflanzt wird. Das heißt sozusagen, wenn du die Suchmaschine benutzt und 45 mal etwas gesucht hast, wird für dich ein Baum gepflanzt. Dann habe ich einen Ordner Information und Reading, Information und Lesen. Und da habe ich Audible. Audible ist eine Audiobook-App, wo man sich Hörbücher anhören kann. Dann habe ich die FaberGo-App, das ist ein Übersetzer, also da kann man Sprachen übersetzen. Ich habe euch das Ganze schon in meinem letzten Video so ein bisschen erklärt, aber da gibt es halt nicht so viele Sprachen. Trotzdem finde ich diese App aber viel natürlicher, also wenn ich was eingebe, dass es das natürlicher übersetzt und nicht so strange wie das Google-Übersetzer. Manchmal macht deswegen finde ich diese App eigentlich besser als Google-Übersetzer. Nur der Nachteil ist, dass es halt nicht so viele Sprachen gibt. Dann habe ich noch Aktien, Google-Übersetzer und das Wetter. Und dann habe ich noch einen Ordner Education, also Bildung, und ich liebe diesen Ordner irgendwie. Da habe ich zuerst Blinkist, und Blinkist ist eine App, mit der du Bücher anhören kannst, aber kostenlos sozusagen alle Bücher der Welt lesen kannst, aber nicht die ganzen Bücher, sondern nur eine Zusammenfassung. Das heißt, wenn du darauf gehst und dir ein Buch aussuchst, kannst du das Buch in einer Art Zusammenfassung anhören oder durchlesen. Okay, das ist komisch. Ich glaube, Blinkist... Okay, eigentlich war das immer eine kostenlose App, aber ich glaube, die haben so ein Upgrade gemacht, dass man gar nichts mehr kostenlos anhören kann. Weil ich wollte gerade irgendein Buch raussuchen, um euch das zu zeigen, aber ich kann einfach gar nichts anhören, weil ich nur so eine Basic-Membership habe, nur einen Basic-Account habe. Okay, ich muss mich korrigieren, das ist doch nicht mehr kostenlos, glaube ich, es ist einfach alles jetzt nur noch bezahlt. Dann haben wir noch einige Apps generell zum Sprachenlernen. Und zwar habe ich da einmal HelloTalk. Ich glaube, HelloTalk müsst ihr mittlerweile auch kennen, da ich diese App auch schon so oft angesprochen habe. Da kannst du einfach die Sprachen eingeben, die du sprichst, und die Sprachen, die du lernen möchtest. Und was einmal Leute zusammengemixt, weil jetzt genau andersherum ist. Und dann könnt ihr zusammen sprechen, telefonieren, Sprachnachrichten machen, gegenseitig euch korrigieren und so weiter. Also das ist sehr cool, falls du mit Native Speaker in Kontakt treten möchtest. Dann noch die App Infinite Create, und das ist einfach eine Vokabellern-App. Das ist eigentlich ziemlich lustig, kann ich mal zeigen. Da kannst du einfach irgendein Vokabelset
aufrufen und kannst dann so bearbeiten und kannst dann einfach versuchen, die Vokabeln so ein bisschen spielerisch zu lernen. Dann habe ich noch die App Crystal, das ist auch eine Vokabellern-App, und Naver Dictionary, also ein, wie nennt man das? Ein Wörterbuch, genau, ein Wörterbuch. So, dann habe ich hier noch einen Ordner, der Other, also alle anderen Dinge heißt. Und zwar habe ich Pinterest da drin. Ich glaube, das kennt auch jeder. Vintage war ja das da, oder ist ja das damalige Kleiderkreise. Dann habe ich die App für meine Lampen, habe ich euch letzte Woche gezeigt. Ich kann einfach das anmachen und das sieht man hier einfach nicht. Das sieht man einfach nicht, wenn es so hell ist. Aber normalerweise ist es die App, die meine Lampen anmacht. Okay, man sieht es doch ein bisschen, oder? Es ist schon heller geworden. Machen wir es dann wieder aus. Ja. Dann habe ich meine Tagebuch-App Day One, wo ich meine ganzen Tagebucheinträge reinmachen kann. Ich habe euch da ja schon erzählt, dass ich da nicht immer so meine tiefsten Gedanken reinschreibe, aber jeden Tag so ein paar Sätze aufschreibe, was ich jeden Tag mache oder so an dem Tag gemacht habe. Und das sieht so aus. Das sieht so aus. Hier sind meine ganzen Einträge. Und ich schreibe da jeden Tag zwei Sätze, was ich gemacht habe und was ich denke, da rein. Dann habe ich noch Travel. Dort habe ich Google Maps, die BVG-App. Wer in Berlin-Brandenburg wohnt, müsste diese App auch kennen. Da kannst du einfach irgendwelche Routen für deinen S-Bahn, U-Bahn, Tram, Busweg raussuchen. Die EasyJet-App habe ich noch. Und dann habe ich noch in dem Ordner Gesundheit und Fitness habe ich die Corona-Warn-App. Und mein Vater ruft mich gerade an. Ich muss gleich angeben. Die Corona-App, dann habe ich die Health-App und eine Meditations-App. Hallo! Das waren jetzt doch alle meine Apps. Ich musste mich so ein bisschen kurz fassen, sagte ich wollte, dass das Video irgendwie 30, 40 Minuten geht, aber ich hätte dazu noch mehr sagen können. Also falls ihr vielleicht nochmal ein detailliertes Video haben wollt zu bestimmten Apps, könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls euch das noch ein bisschen mehr interessiert. Ansonsten wird nächste Woche ein Video online kommen zu meinen Lieblings-Lern-Apps, also zum Apps zum Lernen und für die Schule. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.